Lebenslänglich. Im Prozess um die verbrannte Leiche vom Feringasee forderte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch lebenslange Haft für den Angeklagten. Der Staatsanwalt beantragte in seinem Plädoyer vor dem Landgericht München I eine Verurteilung wegen Mordes. Außerdem solle das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellen. Der 33-Jährige hatte vor Gericht gestanden, seine Freundin im Streit getötet und anschließend ihre Leiche am Feringasee verbrannt zu haben. Der Angeklagte bestritt allerdings, die Tat absichtlich begangen zu haben.